Spross schließt sich meinem Team an. Okay. Na, dann schauen wir doch mal. Radar-Orb, das ist doch schon mal ganz gut. Ach ja. Das Nebelwetter. Wieso eigentlich ausgerechnet Elektroattacken? Gut, mir kann es ja eigentlich egal sein. Komm hier. Schatzbox, yay! Glaube ich schon wieder zu hoch, als dass du mir damit was tun könntest. Okay. Hier ist die Treppe und da ist noch eine Sindelbeere. Und da liegt ein Gummi. Und das ist eine Sackgasse. Oh, und Treppe. Geht's gar nicht weiter. Oh, gleich wieder die Treppe gefunden. Das ist sehr schön. Da ist ein Pachirisu. Okay, so gefällt mir das jetzt eigentlich auch ganz gut, dass der Klient direkt hinter mir ist. Ein Flair-Samen. Gut, wer weiß, wofür wir den mal brauchen können. Da kommen wir ja echt gut durch. Zielebene und da ist auch gleich der Klient. So. Das erste haben wir geschafft. Nein, ich möchte den Dungeon auch nicht verlassen. Ich habe hier noch zwei Ziele zu erledigen. Und hier ist eine Sackgasse. Da ist ein Darmhirplex. Moment, der war's. Ach, hier. Muss wieder mit den Attacken, mit den Knöpfen hier klarkommen. Oh, der Rupzuki reicht ja. Oh, Level 22. Sehr schön. Und das Ding erreicht Level 17. Yeah. Frustration, spinnst du? Und Fliege erreicht auch Level 22. Dass die hier einfach mit Frustration ankommt. Ich glaube, es hackt. Und schon wieder. Oh, da will jemand in mein Team. Ein männliches Haspiroi, ja. Oh, da weiß ich schon, wie ich das nenne. Ich kenne doch jemanden, der Schlappohr über alles liebt. Du heißt Brian. Schick dich jetzt aber trotzdem erstmal zurück. Darfst beim nächsten Abenteuer dann dabei sein. So. So. Jetzt haben wir wieder Zielebene, jetzt müssen wir Hopspross abliefern. Das gefällt mir gerade gar nicht, dass da hinten
Das haben wir ja relativ geschickt gelöst. Müsste jetzt nur überlegen, wie ich da an das Haspirohr rankomme, ohne dass ich einen Hit auf das Hauptspross abkriegen lasse, weil das Viech sollte hier relativ schnell einen One-Hit kassieren. Gerade wenn diese Haspirohr mit Frustration antanzen. Macht ja eh den Fixschaden von 45. Eine hübsche Box. Ist da hinten noch ein Raum? Oh. Moment. Ich muss ja sowieso... Magen knurrt. Ah, wen haben wir denn da? So, wir haben das Raubi gefunden. Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. Ich habe hier noch eine Mission. Schwindelig vor Hunger. Schauen wir mal, ob wir das noch schaffen. Und wirklich, ich hätte jetzt hier auch noch einen Apfel gefunden. Drei Poke, oh Gott, ich bin reich. Da ist die Treppe, die brauche ich jetzt aber nicht. Magen ist leer, okay, ich esse lieber was. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ihn eigentlich selbst essen. Ja, zu schnell gedrückt. Na gut, es ist nur ein Apfel. Die sind definitiv entbehrlich. Brick break them all. So viele Normal-Pokémon hier. Okay, wo ist dieser Klient? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Hat sogar noch eine Box dabei. Kommst hier nicht weg. Magen knurrt schon wieder. Wo ist dieser blöde Klient? Ging es da unten doch weiter? Nö. Okay, jetzt bin ich überfragt. Wenigstens kriegt Destiny noch ein paar Level-Ups.
Okay, habe ich noch irgendwo einen Apfel? Sieht gerade nicht wirklich danach aus. Na gut, ich esse eine Siedelbeere, wenn ich kurz vorm K.O. bin, dann löst sich das auch. Was muss ich hier überhaupt machen? Oder... Ach, ich bin blöd. Der nächste Job ist erst auf E10, oder? Yep, natürlich. Ja. So. Füllt den Magen ja auch ein bisschen. Solange ich noch essbares Zeug habe, ist das gut. Und jetzt habe ich jeden Apfel gefunden. Das ist super. Dann essen wir den einfach mal. So. Da haben wir Omot. Dann haben wir das auch geschafft. Ja, ich will gehen. Da kriegen wir wieder ein bisschen Geld. 60 Punkte. Ein Azurgummi, das ist sehr schön. Und, oh, ein Gelbgummi. Das freut mich besonders. Und Steinkante. Boah, also die Mission hat sich gelohnt. 90 Punkte. Und Nummer 60. 90, 60, 90. Oder nee, 60, 90, 60. So rum war's. Oh, wir haben wieder eine Cutscene. Ach ja, die kommen schon wieder. Was? Auf der letzten Expedition haben wir unser Fett wirklich wegbekommen. Knuddeldorf hat uns den Rest gegeben. Und ich denke nicht daran, es zu vergessen. Wir erniedrigend. Ich will Rache. Auf die eine oder andere Weise. Ganz egal wie. Aber um ehrlich zu sein, wir haben keine Chance gegen Knuddeldorf. Ich bin so wütend, es frisst mich auf. Es muss einen Weg gehen, es ihm heimzuzahlen. Ich würde lieber nur auf Schwächlingen herummachen. Oh, hey. Wie wäre es, wenn wir uns an diesen Schwächling von Team Crosshard rächen, anstatt an Knuddeldorf? Tolle Idee. Wir wissen ja, dass Team Crosshard aus Feiglingen besteht. Es ist Zeit, einen Plan zu schmieden, Jungs. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist Morgen! Ich liebe es, das immer ins Mikro zu brüllen. So. Wir spielen gleich ein bisschen weiter. Wir müssten jetzt dann eh gleich den nächsten Dungeon kriegen. Oh, ihr zwei. Bevor ihr heute mit eurer Aufgabe beginnt, ich möchte, dass ihr noch eine Besorgung macht. Eine Besorgung? Ja, eine Besorgung. Geht zum Keklingmarkt und fragt die Besitzer, ob sie vorhaben, perfekte Äpfel in ihr Sortiment aufzunehmen. Wir sollen fragen, ob sie perfekte Äpfel ins Sortiment aufnehmen wollen? Beim Keklingmarkt? Wir sollen herausfinden, ob sie perfekte Äpfel verkaufen wollen? Ja, wie oft willst du es noch wiederholen? Richtig. Der Guildmeister fasst reichlich perfekte Äpfel. Zumindest wäre genug Platz. Doch der Guildmeister plündert die Vorräte heimlich, wenn niemand hinsieht. Ihr wisst, was passiert, wenn der Guildmeister ohne perfekte Äpfel auskommen muss. Aber eine frische Ladung zu besorgen ist jedes Mal
wieder eine Schufterei. Ständig Erkundungsteams in den Apfelwald zu schicken, wenn der Vorrat alle ist, das ist einfach zu viel Arbeit. Wenn also der Kekler mal perfekte Äpfel im Sortiment hätte, könnten wir sie dort kaufen. Sehr richtig. Okay, wir machen uns auf den Weg zum Kekler-Markt. Großartig, wäre also erledigt. So, dann schauen wir doch mal. Auf zum Kekleon-Markt. Wir brauchen mehr Story. Hey, ist das nicht... Hallo, ihr seid von der Gilde, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir sind Team Crosshard. Wir arbeiten für die Gilde. Freut uns sehr, dich zu treffen. Was machst du denn in der Stadt, Zwirfinst? Einkaufen? Nein, nein. Ich hatte nur einen gemütlichen Plausch. Ich habe ihn sozusagen hier festgenagelt. Der große Zwirfinst ist ja eine solche Berühmtheit. Wir fingen an, uns zu unterhalten. Es war ein erstaunliches Gespräch. Der große Zwirfinst ist so wortgewandt und weise. Ich bin äußerst beeindruckt. Die Gerüchte sind wohl wahr. Zwirfinst, du musst wirklich so klug sein, wie alle sagen. Darf ich fragen, Fliege, was ich für euch tun kann? Wollt ihr etwas kaufen? Oh ja, wir haben gute Waren, gute Waren. Leider nein. Heute sind wir hier, weil wir eine Frage haben. Wisst ihr... Verstehe. Perfekte Äpfel? Leider muss ich euch enttäuschen. Wir haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen. Oh, okay. Das ist schade. Plauderger wird über diese Nachricht enttäuscht sein. Azuril, beeil dich! Warte auf mich! Die Brüder Meryl und Azuril. Ach, hallo ihr beiden! Oh, hallo Brüder Kekleon. Oh, und Team Crosshard ist auch da? Was ist los? Warum habt ihr es so eilig? Erinnert euch ihr euch an das verlorene Item, das wir suchen? Verlorenes Item? Meinst du dasselbe Item, das ihr das letzte Mal gesucht habt? Ja, unseren Schwimmreif. Ein Schwimmreif? Das ist aber ein ziemlich kostbares Item. Ja, darum suchen wir schon sehr lange verzweifelt danach. Und dann hat jemand gesagt, dass er heute am Strand einen Schwimmreif gesehen hat. Jetzt laufen wir so schnell, wie wir können zum Strand. Hehe, reizende Kerlchen. Könnten für unseren Plan nützlich sein. Wir erzählen es dem Boss und gehen dann hinterher. Das ist ja großartig. Wie schön, dass er endlich aufgetaucht ist. Ja. Yep. Komm schon, Azuril, beeilen wir uns. Yep. Ich habe mich schon gefragt, wie die beiden kleinen Brüder mit ihrer Suche nach dem Item vorankommen. Freut mich für sie, wenn es aussieht, wie es aussieht, haben sie es gefunden. Ich habe noch nie etwas von einem Schwimmreif gehört. Für was ist so etwas gut? Ein Schwimmreif ist ein Item, das speziell für Azuril gedacht ist. Man kann es nur bekommen, indem man immer wieder kostbare Schätze eintauscht. Daher soll es ein ausgesprochenes seltenes Item sein. Aha, tatsächlich? Unser Geschäft ist der Handel mit Items, aber davon haben wir noch nie gehört. Es muss sehr selten sein. So ein so seltenes Item zu verkaufen, das wird uns wohl niemals vergönnt sein. Zu verkaufen? Hey, da fällt mir etwas ein. Wir müssen Plaudergein noch wegen der perfekten Äpfel Bescheid geben. Gehen wir zurück zur Gilde.